So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute. Es ist Freitag, der 26. Mai 2023 und gemeinsam mit Markets wollen wir uns wie gewohnt einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich eine Einschätzung zu den jüngsten Entwicklungen hier geben, ganz besonders in einer Nvidia. Ich sehe gerade hier auf der Slide Snow, ja, könnten wir zum Thema machen, aber ich glaube, wir gucken uns einen anderen Titel an, der ebenfalls im Halbleiterbereich gerade steil geht und nochmal ein bisschen krasser sogar performt. Ja, also Intraday ein bisschen stärker gelaufen ist oder beziehungsweise offensichtlich was aufzuholen scheint, so will ich es mal vielleicht an der Stelle sagen, nämlich eine AMD. Das sind, ja, wie gestern schon gesagt eigentlich, das sind aktuell die Plays, die im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Also unser Fokus liegt, oder beziehungsweise mein Fokus, so will ich es am ehesten formulieren, liegt eben ganz besonders im Equities-Bereich auf Aktien, die frische News haben, die heiß sind, die eben aktuell Interesse auf sich ziehen. Und dieses Interesse, das misst du eben anhand von beispielsweise einem erhöhten Volumen, welches wir gehandelt sehen. Wie gesagt, getriggert durch eine frische News von Nvidia. Gestern, beziehungsweise vorgestern, am Mittwochabend schon bereits, und zwar im Hinblick eben auf den Earnings Release. Und ich habe heute früh auch einen Tweet gesehen, da musste ich ein bisschen drüber schmunzeln, weil es genau der Sprech ist, den ich in dem Zusammenhang so überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Also jedenfalls betrachte ich das aus einer anderen Perspektive. Es war der Verweis eben auf die starken Earnings. Und sind wir ganz ehrlich, es sind nicht die starken Earnings, die hier eine Rolle spielen. Das ist wichtig. Also ja, klar, das war immer noch stark, aber das rechtfertigt keinen Gap von 25-30% auf der Oberseite. Das rechtfertigt nicht, dass die Aktie eine Marktkapitalisierung im nachbörslichen Handel, dann auch im vorbörslichen, von rund 200 Milliarden US-Dollar zulegt, sondern es ist der Ausblick, es ist die Spekulation darauf, was ganz besonders im Bereich künstliche Intelligenz aktuell eben möglich ist. Ob sich das alles so entwickelt und so weiter, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber Fakt ist einfach mal, dass Nvidia durch seine Leader-Position in diesem Bereich, Stichwort GPUs, eben die Stelle, Anlaufstelle ist, die eben angesteuert wird von Unternehmen, die sich jetzt im Bereich künstliche Intelligenz planen zu positionieren. Und die Einsatzmöglichkeiten, die sind, ich will das Wort unendlich jetzt an der Stelle vielleicht nicht verwenden, aber sie sind vielzählig, so sagen wir mal. Sie sind sehr umfangreich. Jeder kann sich im Grunde genommen vorstellen, wie beispielsweise Amazon mit künstlicher Intelligenz arbeitet, mit maschinellem Lernen beispielsweise, wie wir das täglich kennenlernen. In unserem Benutzen von Google beispielsweise, das Schalten von Ads, ausgehend von unseren Verhaltensweisen. Daten sind in dem Fall der Schlüssel und demnach sind natürlich auch diese Big Tech Companies, wie beispielsweise Google, in dem Zusammenhang unglaublich stark aufgestellt. Aber nichtsdestotrotz, du hast zwar die Daten, aber du brauchst auch jemanden, der dir eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, Hardware zur Verfügung stellt, sodass du dann auch mit diesen Daten arbeiten kannst. Und da kommt Nvidia eben ins Spiel und das macht sich jetzt eben bemerkbar in diesem Ausblick für das nächste Quartal oder für das jetzt laufende Quartal aktuell. Und man möchte fast sagen, also ich würde es mir wünschen, eine Enttäuschung im nächsten Quartal, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleiben, das könnte eine scharfe Korrektur nach sich ziehen. Langfristig hat das eben ein enormes Aufwärtspotenzial im Hinblick auf Investments beispielsweise. Und kurzfristig ist es eben dann im Hinblick auf Plays, auf Aktien Plays, beziehungsweise auf Trades eben interessant, für uns als Trader eben interessant. Ja, und Nummer zwei in dem Kontext ist eben AMD. AMD jüngst ja mit dieser Breaking News, der ein oder andere hat es ja mitbekommen, da sind wir, das war folgend auf die Earnings, das ist noch gar nicht so lange her, in 2 Wochen, 3 Wochen, irgendwie sowas roundabout, ich müsste jetzt mal schauen, lief über den Ticker, dass eben Microsoft sich hier an den Entwicklungen von Speicherchips bei AMD eben beteiligen möchte, beziehungsweise hier unterstützend eben tätig werden möchte, beziehungsweise eben in diesem Zusammenhang Kooperationen anstrebt. Stichwort OpenAI, an dem sich ja Microsoft beteiligt hat, ChatGPT, wo wir jetzt auch den Headstart quasi haben. Also man muss sagen, ChatGPT hat einfach in dieser Konstellation hat einen Vorsprung, ja, vor der Konkurrenz. Das hatte auch Elon Musk zum Beispiel ja so gesagt, im Zusammenhang mit diesem Interview, was er damals mit Tucker Carlson geführt hatte, auf das ja dann folgend Tucker Carlson bei Fox News geschasst wurde, interessanterweise. Also nicht, dass es da einen Zusammenhang gegeben haben soll, aber naja, also Fakt ist auf jeden Fall, dass er dort durchblicken ließ, dass auch er sich hier plant, jetzt zu positionieren, Stichwort künstliche Intelligenz, dort eben seine Entwicklung voranzutreiben oder seine unternehmerischen Überlegungen einfließen zu lassen. Er hatte ja als Mitgründer von OpenAI gewesen, hat dann aber nichtsdestotrotz aus dieser Open Source
Lösung sich zurückgezogen und dann ist es zu einer Closed-Lösung geworden. Und man weiß jetzt nicht so wirklich, was Microsoft dahinter verschlossenen Türen im übertragenen Sinne macht oder in welche Richtung es dort geht. Und das ist eben auch nicht mehr Non-Profit, sondern eben jetzt Profit und dergleichen. Aber worum es gehen soll, ist eben, dass Musk in diesem Interview sagte, dass er ebenfalls, Stichwort Truth GPT, das wäre so seine Vorstellung, davon eben überlegt, was auf den Weg zu bringen, aber nichtsdestotrotz, dass man eben eigentlich schon Lichtjahre zurückliegt in diesem Bereich. Und so, also lange Rede, kurzer Sinn. AMD in diesem Zusammenhang ebenfalls potenziell stark positioniert durch eine Kooperation, die sich herauskristallisiert mit Microsoft und eben auch als Trading-Titel. Ein super interessantes Play. Und auch wenn sich das jetzt an der Vorbörse noch nicht so wirklich widerspiegelt, wir auch keine Earnings haben, aber das sind die Plays für heute. Also wir werden uns eine Nvidia angucken, wir werden uns eine AMD angucken. Ich habe einen Trade gestern gemacht, das war eigentlich nicht ein toller Trade, ehrlich gesagt. Wenn ich so im Nachgang schaue, der bessere Trade, der wäre wesentlich früher gewesen, nur da war ich nicht am Desk. Also insofern musste ich in Anführungsstrichen ein anderes Setup nehmen. Ich werde euch das gleich schildern. Ich hatte das gestern kurz in der Discord-Community thematisiert, heute früh nochmal aufgegriffen gehabt mit den Executions, dass ihr dann eine Übersicht habt. Und das war so ein Momentum-Gedanke. Und genau so wollen wir die Aktie auch weiter angehen. Also kurzfristige Plays, Momentum-Moves eben handeln. Interessante Price-Action, weil wir gestern in der Vorbörse bereits Richtung 400 gelaufen sind in der Nvidia und dann diese Hochs nicht gehalten haben, zur Eröffnung kurz einen Flush gesehen haben, auf der Unterseite bis 370 roundabout, 368, ich glaube, das war die Region, die hatte ich auch im Gameplan gezeichnet gehabt. Und dann kam es zu diesem Momentum-Drive, den ich gerne gehandelt hätte. Aber wie gesagt, hätte gerne, ich saß eben nicht am Desk, insofern konnte ich nicht handeln. Aber wir haben tieferes Hoch markiert und haben dann auch über den zweiten Tag hinweg, also diesen Trade, den ich gemacht habe, diesen Momentum Drive nochmal in Richtung der Hochs, der hat eben es nicht geschafft, diese Hochs anzulaufen. Rollte dann über und wir haben unterhalb von VWAP geschlossen. Das ist eventuell ein Indiz dafür, dass wir kurzfristig erstmal fertig sein könnten. Und dann gilt es natürlich jetzt für uns, entsprechende Level auszumachen, ausgehend von welchen wir uns dann positionieren. Gleiches Spiel eventuell für eine AMD, ebenfalls Momentum, aber aktuell in der Vorbörse beispielsweise immer noch bockstark. Also das heißt sogar mit leichten Aufschlägen leicht höher zum gestrigen Schlusskurs. Also eventuell auch ein Momentum-Play gleich zur Eröffnung, Opening-Drive-Play oder dergleichen. Also das sind auf jeden Fall die Aktien, auf die wir uns fokussieren. Haben gestern enormes Volumen gesehen, Top-Volumentitel gewesen in diesem Bereich. Trading-technisch super liquide, super tief, super breit. Also macht nicht nur Laune, die zu handeln, ausgehend von dem Momentum, sondern ist eben auch aus der Risikoperspektive für uns als Trader natürlich gut kalkulierbar an dieser Stelle. Wir können davon ausgehen, dass wir mit geringer Slippage, sollten wir gestoppt werden, aus den Trades eben rauskommen. Dann, und das ist eben das, ja, wo unser Trader-Herz höher schlägt, so möchte man es vielleicht mal zusammenfassen. Also da werfen wir einen Blick drauf. DAX schauen wir uns auch nochmal an. Läuft nochmal die 15.700 an. Interessanterweise, also Nvidia reißt es so ein bisschen raus, wie gesagt, für die Wall Street, ganz besonders für den Nasdaq, gestern mit neuen Jahreshochs. Aber der DAX, der konnte davon nicht so profitieren. Also sieht jetzt heute zur europäischen Eröffnung nochmal einen Push tiefer. Bis dato ist der Break unter die 15.7 ausgeblieben, was jetzt nicht so optimal wäre, ehrlich gesagt, in das verlängerte Wochenende. Es ist Pfingsten, also Montag ist auch. Es gibt kein Morning Meeting am Montag. Montag ist in den USA nicht Pfingsten, sondern Memorial Day. Das heißt also, da findet auch kein Handel statt. Vielleicht Gewinnmitnahmen in Anführungsstrichen, beziehungsweise eher ein Abstoßen von Positionen, eher sich absichern für ein verlängertes Wochenende. Der DAX hat da das Risiko auf jeden Fall, dass wir unter 15.7 brechen, unterhalb schließen und das wäre eher ein bärisches Signal, welches uns dann auch in der kommenden Woche in Richtung 15.500 führen könnte. Auch da werfen wir natürlich einen Blick drauf. Wir werfen einen Blick auf Gold, gestern unter die 59 gebrochen. Also das hatten wir auch zum Thema gemacht gehabt. Range Trade hat man gesagt, Bounce gegen die oder Break tiefer. Also handeln long gegen dieses Level und sobald wir brechen, drehen wir im übertragenen die Position und diesen Washout hat es gegeben. Heute potenzieller Trigger oder ein potenzielles Event, welches von Interesse sein könnte, haben wir heute die PCE Core Preisindizes oder Preisindex, der da veröffentlicht wird, das beliebte Inflationsmessinstrument seitens der US-Notenbank Fed. So, lange Rede, kurzer Sinn, kurzer Blick auf den Risikohinweis und dann starten wir offiziell. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und/oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf markets.com/ee kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob das persönliche Risikoprofil mit dem Risikoprofil bzw. Produktcharakteristika, die CFD-FX-Produkten innewohnen, korrespondiert, sofern man das für sich mit
mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen, vollständiger Risikohinweis findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, die Elena per E-Mail zu kontaktieren. Ganz besonders, wenn ihr Fragen zu Markets als Broker haben solltet, habt ihr Fragen zu den Märkten, nutzt gerne jetzt einmal die Möglichkeit, hier im Morning Meeting live eure Fragen zu stellen. Oder aber, wenn ihr euch die Aufzeichnung bei YouTube anschaut, gerne unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion. Und ich hatte es auch gerade schon gesagt, darüber hinausgehend natürlich in der Discord-Community gerne eure Gedanken teilen, eure Setups teilen, eure Fragen stellen und dergleichen rund um die Märkte. Eure Fragen stellen rund um Ausführungen zum Beispiel, wenn ihr das Gefühl habt, euer Trading funktioniert irgendwie nicht an der einen oder anderen Stelle und ihr braucht dort einfach den Input oder sucht Input von jemandem, also ihr findet dort Gleichgesinnte, die sich mit euch untereinander, miteinander austauschen wollen. Ich auch, also das heißt, wir können dort gerne auch miteinander uns austauschen, würde mich freuen, von euch zu lesen. So, und soweit zur Einführung. Dann wollen wir einen Blick werfen auf die Aktienindizes und wollen einen Blick werfen auf den DAX, der rein von der Struktur her bis dato jedenfalls relativ ähnlich zu dem ausschaut, was wir gestern zu sehen bekommen haben, auch gestern hier. Hatten wir nach einem Drive tiefer zur Eröffnung. Also das Muster, das ist ganz interessant. Das sind Pattern, die auftreten. Und vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, also so als Idee, weswegen diese Muster es lohnt zu beobachten. Oder ja, das lohnt zu beobachten, logischerweise. Das sollte nicht so schwierig sein, nachzuvollziehen. Aber man überlege sich einfach, wir haben Marktteilnehmer, die eventuell auch größere Positionen im Markt unterbringen. Und das läuft eben nicht sofort auf den Schlag. Also wenn wir in Positionen, von mir aus mit 10 DAXen, und das ist ja lächerlich klein, also 10 DAXe, ich spreche mal von F-DAXen vielleicht an der Stelle, wenn wir solch eine Position eingehen, dann drücken wir einfach auf den Knopf und gut ist oder legen unser Limit in den Markt nach Möglichkeit und lassen uns entsprechend ausführen und das interessiert niemanden. Aber in dem Moment, wo du ein größeres Volumen bewegst, musst du das eben stückeln über den Tag. Was übrigens dann auch einer der Gründe ist, weswegen der volumengewichtete Durchschnittspreis so unglaublich interessant ist. Der volumengewichtete Durchschnittspreis zum Beispiel, der wird von Hedgefonds, von Big Playern wird der herangezogen. Das war auch ein Video. War das innerhalb des Videos eigentlich, was ich letzte Woche gepostet habe? Wie gesagt, leider auf Englisch, von dem Brian Shannon. Aber in der Discord-Community könnt ihr das finden. Das hatte ich letzte Woche am Sonntag, glaube ich, hatte ich das eingestellt gehabt, den Link. Und zwar, man stelle sich einfach mal vor, du kriegst eine Order als Hedgefonds und dann heißt es einfach, kauf mir 1 Million Tesla. So, also nicht Autos, nicht 1 Million Model 3, sondern 1 Million Aktien Tesla. So, und dann stellst du dir natürlich die Frage, was ist ein fairer Preis? Also was ist ein fairer Preis im Zusammenhang, wie wir uns jetzt hier am Markt positionieren? Und vor allem, wie schaffen wir es, 1 Million Stücke? Also wir sehen zwar, ich gehe mal ganz kurz hier auf das durchschnittlich gehandelte Volumen Tesla. So, da gehen am Tag gehen 132 Millionen Stücke um. Also eigentlich ist es läppisch, 1 Million. Aber nichtsdestotrotz, in einem dünnen Umfeld ist das eventuell, ja, oder aus gegebenem Anlass, nehmen wir eine Nvidia zum Beispiel, ein bisschen weniger, da sind wir jetzt bei 45 Millionen Stücke, aber nichtsdestotrotz, man wird ja festgestellt haben, wenn ihr euch mal einen Volumenchart hier anschaut, oder beziehungsweise einen Chart, einen Intraday-Chart, nun, was könnt ihr feststellen? Nun, ihr stellt fest, dass wir Spikes im Volumen haben. Wir haben eine Phase zur Markteröffnung und zum Tagesschluss, wo das Volumen signifikant ansteigt. Und dazwischen stellt sich das hier verhältnismäßig niedrig dar. So, jetzt musst du erstmal abwarten, was ist denn ein fairer Preis, der in irgendeiner Form in der Vorbörse zum Beispiel gehandelt wird. Also orientierst du dich hier vielleicht im Falle von der Nvidia jetzt an einem volumengewichteten Durchschnittspreis und dann sagt dir einer, das war wirklich crushing, also nicht die Earnings selbst, sondern auch der Ausblick, der hier gestellt worden ist. Wir wollen jetzt 1 Million Nvidia kaufen. Aus gegebenem Anlass passt ja perfekt, da können wir uns ein bisschen besser reinfühlen. So, und dann sagst du, okay, coole Sache, was wir jetzt wollen, ist, dass wir unterhalb vom marktbezahlten Preis uns positionieren, denn wenn du diesen Auftrag bekommst, jetzt als ausführender Desk an dieser Stelle, dann wird dein Bonus, deine Bezahlung daran festgemacht, wie gut du in Relation zum breiten Markt hier den ausgeführt hast, den Trade, also diese 1 Million Stücke gekauft hast. So, und dann siehst du an dieser Stelle, also du wirst das jetzt natürlich ausgehend von den Earnings und so weiter, aber du hast ein durchschnittliches Volumen, was du ungefähr, um das du weißt, welches hier innerhalb der ersten, sagen wir mal 10 Handelsminuten, 15 Handelsminuten, gehandelt wird. So, jetzt gucken wir uns das mal ganz kurz hier an. Also gestern
Oder beziehungsweise, ich habe jetzt keine signifikante Statistik, aber nehmen wir es, wenn ich den Earnings-Tag, wenn wir nehmen mal hier den Balken, das sind ungefähr 3 Millionen Stücke. Also das heißt, in den ersten 15 bis 30 Minuten haben wir roundabout 10 bis 15%, vielleicht, wenn es mal ein bisschen aktiver wird, 20% des durchschnittlich gehandelten Volumens für den Tag. Okay? Also das bedeutet, wir wissen, okay, wir haben 45 Millionen Stücke. 10% davon sind 4,5. 4,5 Millionen Stücke gehen in den ersten 15 Minuten durch. Du hast jetzt 1 Million Stücke zu kaufen. Jetzt könntest du natürlich einfach sagen, Market und ich kaufe. Dann machst du aber von diesen 4 Millionen Stücken, machst du ja 25% aus und beeinflusst potenziell den Markt logischerweise. So, jetzt gilt es also für dich im übertragenen Sinne zu sagen, okay, ich weiß diese Informationen, ich habe einen durchschnittlichen Wert, wie viel dort in der ersten halben Stunde gehandelt wird, wo sich dann auch der Markt findet, Preisfindungsphase und dergleichen. Okay, und ausgehend hiervon versuche ich mich jetzt entsprechend in die Position hineinzuskalieren, aber auch nicht so, dass ich im übertragenen Sinne meine Hand offen zeige. Also das ist wie in so einer Art Pokerspiel, so kann man sich vorstellen. Also das bedeutet an dieser Stelle, wir kommen gleich übrigens zum DAX und was das mit dem Pattern zu tun hat, ganz kurz. Also nicht, dass man jetzt ein bisschen irritiert ist, was das eine mit dem anderen zu tun hat, das wird gleich klar. Also wir haben also an dieser Stelle eine Motivation unsererseits, möglichst günstig zum durchschnittlich vom Markt bezahlten Preis unseren Trade auszuführen, aber eben auch nicht herzugehen und zu sagen, wir stehen hier und kaufen zu diesem und jenem Preis beispielsweise. Was man sich dann zum Beispiel im Tape anschauen könnte oder im Orderbuch, dann siehst du zum Beispiel sogenannte Iceberg-Orders. Das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Also du refreshst die Order. Mal angenommen, du sagst, ich kaufe hier zur 384 und stellst beispielsweise mal 1000 Stücke rein. Ja, dann werden die 1000 Stücke gefillt, aber die 384 droppt nicht. Also das heißt, da kommt einer, der verkauft zu 384 und plötzlich ist die Order in einem übertragenen Sinne aufgebraucht, aber sie refreshed. Also das heißt, da stellt nochmal einer 1000 Stücke rein und kauft nochmal 1000 Stücke. Und irgendwann wird offensichtlich, hey, da kauft einer in großem Umfang immer wieder auf der 384. Und aus dieser Information ziehen natürlich andere Marktteilnehmer dann den Schluss zu sagen, hey, weißt du was, wenn der so groß am Aufladen ist, dann ist die Aktie aus diesen und jenen Gründen, was auch immer dessen Information ist, wahrscheinlich besser, beziehungsweise sollte er festgehen, na, dann stelle ich mich mal auf die 384,05 oder 384,03. Stellt sich also vor meine Geldseite und dann werde ich nicht mehr ausgeführt und nutzt diese Information. Dadurch wird der Markt in Anführungsstrichen nach oben gebiddet, also beziehungsweise die Geldseiten laufen nach oben und das initiiert dann eine Bewegung höher, weil natürlich zunehmend Marktteilnehmer darauf aufmerksam werden und sehen, okay, bid up, also das heißt, die Geldseiten stellen sich vor die 384 und dadurch kommt dann entsprechend die Nachfrage, also die Nachfrage ist gegeben, die dann entsprechend die Aktie höher treibt zum Beispiel. Ja, und unser Hedgefonds, der eben hier seine Millionen Stücke im übertragenen Sinne kaufen wollte, nun, der wird irgendwann nicht mehr gefüllt, also das heißt, der will zu 384 kaufen, aber er kriegt eben keine Stücke mehr, weil er gezeigt hat, dass er dort entsprechend sich positioniert gegen die 384 durch dieses Refreshen eben der Geldseite. So, also, was macht er? Der muss sich jetzt einen Plan, eine Strategie überlegen, eine sogenannte Rewap-Strategie im übertragenen Sinne und sagt sich dann, okay, ich versuche in Relation so und so viele Punkte ober oder unterhalb, je nachdem, zum volumengewichteten Durchschnittspreis mich über den Tag zu positionieren und diese Order auszuführen, die mir aufgetragen worden ist, diese 1 Million Stücke zu kaufen, ausgehend von diesem Earnings Release beispielsweise. So. Jetzt wird schon offensichtlich, worauf das hinausläuft. Es entstehen Muster. Es entstehen ganz natürliche Muster. Und ganz besonders, wenn das Ordervolumen groß ist. Also das bedeutet, wenn wir jetzt so einen Crushing Release zu sehen bekommen und einen Ausblick, naja, dann ist nicht auszuschließen, dass ein Muster hier am nächsten darauffolgenden Tag sich in ähnlicher Form nochmal darstellt beispielsweise. Und jetzt kommen wir zum DAX. Das ist jetzt kein Crashing Earnings Release, das ist auch nicht künstliche Intelligenz oder sonst dergleichen, aber es ist eben ein Muster, welches hier auftritt und was dieser Denke zugrunde liegt, dass man einfach diese Muster erkennt. Und wir erkannten gestern, kurz zur Markteröffnung, 9 Uhr Xetra Open, Flush tiefer, wir kommen von ungefähr 870 roundabout, werden 170, 150 Punkte zur Eröffnung abverkauft, dann kommt es zu einem Bounce und dann fangen wir an, ein höheres Tief auszubilden. Aber wir liefen danach weiter hoch und haben einen Großteil des Flushes aufgelöst. Heißt, wenn ich solch ein Muster jetzt heute, also das ist ein bisschen dünn, weil natürlich statistisch nicht wirklich signifikant und belastbar, aber es wäre ein Grund vielleicht zu sagen, eventuell ist hier mit einer Rückeroberung der 800, die möchte ich erstmal sehen, aber eventuell sehen wir dann ein ähnliches Muster wie gestern, auch wenn die Bewegung nicht so groß ausfällt eventuell, aber dass wir im Großteil eben dieses Flush zur Eröffnung, Xetra Open, eben aufgeholt sehen
Und das eben ausgehend von diesem gestern aufgetretenen Muster, dieses Muster sich heute wiederholt. Und deswegen macht es Sinn, ganz kurzfristig und diskretionär entsprechend solche Muster zu beobachten, beziehungsweise eben die Price Action auch auf sich wirken zu lassen. Also nicht einfach zu sagen, ich ziehe jetzt mal eine Linie in den Chart, weil ich muss eine Linie im Chart haben, weil jeder Trader hat eine Linie im Chart, sondern was passiert da? Also wirklich verstehen, warum bewegt sich der Markt gerade, wie er sich bewegt? Also das kann jetzt verschiedene Gründe haben und eventuell ist das auch rein zufällig, was wir gerade hier sehen. Aber wir arbeiten eben mit Wahrscheinlichkeiten und eine andere Möglichkeit, Informationen haben wir nicht und das Pattern sieht ähnlich aus. Also nehmen wir das hin und ziehen daraus entsprechend unsere Rückschlüsse jetzt zum Beispiel für den DAX und sagen, okay, in dem Moment, wo wir jetzt diesen Washout gesehen haben, werden wir jetzt 15.800 zurückerobern, drüber laufen, wäre nicht auszuschließen, dass wir nochmal höher laufen bis zur US-Eröffnung, eventuell bis Rauf in Richtung der 15.850. Also, dass wir nochmal entsprechend eben weiteres Momentum beispielsweise aufnehmen. Ein offensichtlich dann umgekehrtes Pattern oder ein Bruch dieses Patterns, logischerweise wäre in dem Moment, wenn wir jetzt tiefere Tiefs markieren. Das haben wir gestern nicht gesehen und das wäre offensichtlich ein Break dieses Patterns und würde eventuell dann allerdings auf eine ähnliche Überlegung hinausläufen, nur eben dann resultierend in einer anderen Überlegung hinsichtlich unseres Tradings, nämlich dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt tiefere Tiefs machen, in der Nähe der 15.700er Region, die hier übergeordnet im Stundenchart ja immer noch deutlich ausmachbar als signifikant herausragt, dann wäre in diesem Zusammenhang offensichtlich es so, dass der Marktteilnehmer, der sich hier positioniert hat, wenn diese These stimmt, dass der eben droppt, also die Marktteilnehmer, der Marktteilnehmer, wie auch immer, dass der eben droppt und infolgedessen bärisches Momentum auf den Weg gebracht wird. Und in dem Fall eben ein Bruch der 15.700 auf den Weg gebracht wird. Schauen wir mal, was uns dann die US-Märkte liefern. Wie gesagt, in Relation, wir sehen es, US-Märkte weiterhin extrem stark. Das hat auch sicherlich ausgehend von der Indexzusammensetzung eine ganze Menge damit zu tun, ausgehend von den Big Tech Names, also eine Nvidia größenordnungstechnisch, eine Microsoft, sowas gibt es in Deutschland einfach nicht, um es mal sehr plump zu formulieren. Das bedeutet also etwas anders formuliert, wenn diese Big Tech Names hier die Indizes in den USA hochhalten und ausstrahlen, auch auf die Konkurrenz, eine Nvidia auf einer AMD beispielsweise, dann erklärt sich einerseits, weswegen der Nasdaq im Bereich seiner Jahreshochs notiert, knapp unterhalb von 14.000, marginal im Plus zum gestrigen Schlusskurs, der S&P marginal im Plus, während eben der DAX sich nochmal in Richtung der 15.700 hier aufzumachen scheint. Sollten wir Unterstützung seitens der US-Märkte zu sehen bekommen, sollten wir, wie wir es gleich sehen im S&P beispielsweise, über 4,61 roundabout, denn da hat sich das Bild unwesentlich verändert, laufen, dann wäre im Falle hier mit dem DAX maximal, würde ich mal sagen, zu erwarten, dass wir einen kurzen Flush sehen unter die 15.700 und der dann zurückgekauft werden könnte. Sollte der Abgabedruck anhalten und wie gesagt der DAX unter 15.700 brechen, dann würde ich sagen, deutet das für weitere oder öffnet die Tür für weitere Abschläge und erstes Kursziel findet sich dann im Bereich um 15.500 Punkte ungefähr. Also long möchte ich den DAX gerade nicht sein. Long könnte man drüber nachdenken, ganz, ganz kurzfristig vielleicht mit einer Rückerung der 15.800. Hier wollen wir jetzt keine tieferen Tiefs sehen, sondern wir wollen sehen, dass die Tiefs gehalten werden können. Dann gibt es ein ähnliches Pattern wie gestern. Es könnte, wie gesagt, mit Rückeroberung und Halten oberhalb der 800 dazu führen, dann, dass wir im DAX eben uns nochmal Richtung 850 orientieren. Wirklich aber eine Aufhellung haben wir eigentlich erst oberhalb von 15.600. Ich hatte es heute früh auch in meinem Tweet geschrieben gehabt für den DAX, wo ich gesagt habe, Ziel oberhalb von 15.9, wieder um 16.000. Aber dafür müssen wir erst noch ein bisschen, offensichtlich aus dem Weg räumen. Also dafür sind neue Tageshochs nötig und davon sind wir derzeit relativ weit entfernt. Wie gesagt, jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das darstellt. Noch, selbst wenn wir jetzt hier tiefere Tiefs markieren, auch wenn das Pattern dann gebrochen wird, ist noch nichts passiert, aber eine ernsthafte Attacke auf die 15.700 halten in diesem Bereich, kein wirklicher Bounce, keine schärfere Gegenbewegung, die sich herauskristallisiert oder dergleichen, sollte die Alarmglocken schon angehen lassen, dass wir eventuell vor einem kurzen Washout tiefer im DAX eben tatsächlich stehen, wo dann der Rettungsanker im übertragenen Sinne oder der Rettungsring geworfen wird seitens der US-Märkte heute Nachmittag. Vorausgesetzt, er wird geworfen. Das ist natürlich dann die Voraussetzung dafür, dass wir nicht unter 15.700 entsprechend schließen. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz hier. Aber hier wird alles gut gestreamt. Okay, sehr schön. Blicken wir auf den S&P. So, wie gesagt, gestern einfach schnaufen, so will ich es mal am ehesten bezeichnen, nach den Abschlägen, die wir hier zu sehen bekommen haben, eigentlich ab Montag,
Montag, ja, obwohl Montag war noch relativ stabil. Ab Dienstag, Dienstag, Mittwoch dann die Abschläge und gestern dann eben entsprechend die Rettung in Anführungsstrichen durch Nvidia, meiner Einschätzung nach, die besonders im Tech-Bereich sich entsprechend wiedergespiegelt hat. Und so, also Bild hat sich unwesentlich verändert. Schlüsselbereich bleibt die 4160er-Region. Die sind wir gestern hier kurz. Das ist ein 5-Minuten-Chart da oben links. Die sind wir kurz angelaufen, haben diese nicht rausnehmen können, also spikten kurz rein. Das war in den Abend hinein wieder. Also auch ganz interessant, ehrlich gesagt, weil wir so eine ähnliche, in Anführungsstrichen, Chase ja schon hier am Vortag gesehen hatten. Das war hier. Auch da zum Beispiel auch ein Muster, was ganz interessant ist, welches sich lohnt zu beobachten, was auch zum Beispiel Teil meiner Trade-These gestern war, dass ich gesagt habe, sollten wir nochmal sowas zu sehen bekommen, also dafür muss natürlich vorher der Trade sich auch entsprechend entwickeln. Das bedeutet, ich möchte eigentlich einen Großteil als Momentum traden, bin aber willens, einen Teil als sogenannten Intraday-Swing zu halten, beziehungsweise mit dem Ziel zu halten, dass wir einen Close im Falle von Nvidia im Bereich der Tageshochs zu sehen bekommen und sich die Aktie dann beginnt zu qualifizieren für ein Second Day Play. Die ist zwar jetzt auch ein Second Day Play, aber eher aus einer anderen Perspektive. Also ich muss mir das Second Day Play ein bisschen schön skizzieren, in Anführungsstrichen. Das ist nicht das Klassische. Und eine der Überlegungen, die dem zugrunde lag, war, dass wir sagen, wir sehen eine ähnliche Chase, wie wir sie am Mittwoch hier vor der Veröffentlichung zu sehen bekommen haben, der Earnings von der ungefähr 4100er Region, im S&P dann 40 Punkte, 1% höher, beziehungsweise auch im Nasdaq, das hatten wir gestern hier auch zum Thema gemacht. Und das ist auch ein Muster gewesen, was gestern wieder aufgetreten ist. Also ihr könnt das hier auf den Zeitstempel schon fast, könnt ihr das fast eins zu eins erkennen. Begonnen hat die Bewegung hier, obwohl das war ein bisschen später, das war 21 Uhr ungefähr. Hier gestern hat es ein bisschen früher angefangen. Also hier waren die Tagestiefs ungefähr 5,4130 und dann der Push höher, der begann hier schon eigentlich so ab 18 Uhr Pi mal Daumen und hat sich dann hier beschleunigt ab 19 Uhr. Und aber wir haben nichtsdestotrotz ebenfalls hier auch ab 21 Uhr oder über dieses Fenster ab 20 Uhr eben in den Schluss hinein haben wir einen Bid-Up gesehen in dem Fall. Ja, aber jetzt, wir wollen es nicht überkomplizieren. Schlüssellevel auf der Oberseite 4,160. Wenn der S&P es schafft, wenn die Bullen es schaffen, jetzt in den Wochenschluss hinein dieses Level rauszunehmen, ist nicht auszuschließen, dass wir nochmal uns in Richtung der 4200 in dem Wochenschluss bewegen. Möglicher Trigger an der Stelle, PCE heute, der veröffentlicht wird. Eigentlich ist der nicht so relevant, möchte ich mal sagen. Also nichts irgendwie was in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt hat, aber durch eben den Umstand, dass Inflation ein heißes Thema, ganz besonders übers Jahr 2022 war, dann auch resultierend in einem entsprechenden geldpolitischen Kurs seitens der US-Notenbank. Haben natürlich dann in dem Zusammenhang auch jetzt die PCE-Daten entsprechend eben eine Relevanz. Ganz besonders nochmal ausgehend vom Umstand, nochmal darüber hinausgehend toppend, dass das eben das wird hier auch geschrieben. Nein, es wird hier nicht geschrieben. Doch, da, gleich im zweiten Satz. Der US Core PCE Price Index, das ist der Federal Reserve's Preferred Gauge to Measure Inflation. Also das ist die beliebteste Komponente, um Inflation zu messen und somit auch den geldpolitischen Kurs natürlich zu, ja, na, zu bestimmen. Und wird erwartet mit 4,6%. Das ist also im Bereich dessen, wie der Vormonat veröffentlicht worden ist. Konsens im Vormonat lag bei 4,5. Wir haben, ja, ich sag mal, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wir haben ein Verharren in einem verhältnismäßig hohen Niveau tatsächlich. Also wir sehen zwar einen Pull-in aktuell zurück unter 5%, aber wir bleiben in einem relativ hohen Bereich aktuell. Und interessant wird eben heute zu sehen sein, wie diese Veröffentlichung reinkommt. TE-Forecast von Trading Economics, ausgehend von deren Modellen, sagen die 4,5%. Wird die mit 4,5% veröffentlicht, diese Kennzahl? Dann wäre es dahingehend interessant, weil wir hier eine zunehmende Spekulation, und das ist etwas, das muss ich ganz ehrlich gestehen, das finde ich phänomenal schon fast. Und zwar, wir haben mittlerweile fast eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank auf ihrer Juni-Sitzung den Leitzins nochmal um 25 Basispunkte anhebt. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, warum oder wo der Markt diese Information hernimmt, wo das herkommt, ob das ein Hedge ist, der sich da irgendwie widerspiegelt am Terminmarkt. Also ausgehend vom Statement, vom Sitzungsprotokoll, welches wir jetzt auch frisch veröffentlicht gesehen haben, ist das ein relativ deutliches Signal, wir pausieren. Dass der Markt das jetzt einpreist, das ist auch ein Aufziehen von Spannung für einen potenziell bullischen Breakout höher, weil
klar sollte sein, in dem Moment, wo hier es zu einem Auspreisen dieses hinteren Balkens kommt, hast du entsprechend einen eher bullischen Treiber, der Equities auf der Oberseite performen lassen sollte. Also ich bin wirklich überrascht, ehrlich gesagt, dass dieser Balken hier zunehmend anzieht. Wenn wir mal auf den Dezember gehen, da gehen jetzt auch die Spekulationen schon sehr deutlich in Richtung 500 bis 525 Basispunkte, das aktuelle Zinsniveau. Also das bedeutet, dass wir wirklich zwar ein Pausieren sehen, aber keine Zinssenkungen zu sehen bekommen. Das ist eine interessante Haltung, besonders auch wenn man sich jetzt anschaut, wie teilweise Tech-Titel dennoch performen. Also wirklich eine solide Vorstellung, ne? Sehr zinssensitiv, dass trotzdem der Nasdaq hier auf der Oberseite performt. Das ist ein extrem starkes Signal. Das unterstreicht die relative Stärke, die wir schon seit Wochen, seit Monaten eigentlich schon haben ausmachen können im Nasdaq insgesamt. Interessant wird, wie gesagt, jetzt diese PCE-Geschichte, weil sobald die unter der Erwartung von 4,6 reinkommt, könnte es sein, dass diese Balken ausgepreist werden und infolgedessen sich ein bullischer Treiber findet für Equities auf der Oberseite und der könnte dann entsprechend eben hier eine Attacke im S&P auf die 4200er Region nach sich ziehen. Also das wäre ein Szenario. Szenario Nummer zwei ist, der PCE kommt wie erwartet oder leicht über der Erwartung rein. Dann wiederum sehe ich allerdings ehrlich gesprochen nicht zwangsläufig so oder Bearishness in den Wochenschluss, weil das größtenteils schon eingepreist sein dürfte, schaue ich mir eben das FedWatch-Tool an. Also das bedeutet, wir haben eigentlich eher eine Tendenz zur Long-Seite, meiner Einschätzung nach, im derzeitigen Umfeld. Schlüsselbereich dürfte hier so um 4,130 liegen, beziehungsweise allerspätestens hier 4,110, 4,100 ungefähr. Wenn wir diesen Bereich droppen, machen wir tiefere Hochs, scheitern an der 4,160 und dann ist eine Attacke auf die 4,050 denkbar. Aber aktuell geht meine Tendenz eher in Richtung Attacke auf und Break über 4,160, ehrlich gesprochen. Aber schauen wir mal. Also 14:30 haben wir die Veröffentlichung, dann werden wir auch sehen, wie der Markt darauf reagiert und dann entsprechend eben arbeiten wir mit den uns zur Verfügung gestellten Informationen. Break über, halten oberhalb von 4,160, eher die Long-Seite favorisierend, DAX wahrscheinlich rettend und oberhalb von 15,700 haltend. Sehen wir, ein Flush tiefer ist bis Richtung 4,100, 110 noch keine große Not. In dem Moment, wo wir dieses Niveau allerdings droppen und unterhalb halten, wären weitere Abschläge denkbar, die uns zunächst dann einmal in Richtung hier der 4,050er Region ungefähr führen. So, zum S&P. Dann werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf den Nasdaq. Nvidia, Follow-through auf der Oberseite, Attacke auf die 14.000er Region, weiterhin verhältnismäßig überdehnt, aber nichtsdestotrotz starke Reaktion gegen die August-Hochs, die wir hier rausgenommen haben. Und zwar am, wann war es? Achso, ja genau, das war ja Nvidia, das war am Mittwoch nachbörslich dann. Kurzes Reinstechen, Bid-Up an der Stelle, halten, Follow-through auf der Oberseite und da ist das Level dann auf der Oberseite folglich der Bereich 13.980, 14.000, also rundes Level auf der Oberseite, Break höher, wäre ganz klar bullish, wobei ich ehrlich gesagt wiederum sagen würde, wir driften schon seit geraumer Zeit aufwärts, das heißt also, ist so ein bisschen mal abzuwarten, wie viel Potenzial da freigesetzt wird. Ich würde mal so in 100er Schritten gehen und sagen, 14.200 wäre oberhalb von 14.000 eventuell eine anzuvisierende Region. Eintrüben hier das Bild erst unterhalb der Nvidia-Ausgangsniveaus. Also das heißt erst 13.600 Drop, vielleicht 13.500 sogar. Ein Fall darunter könnte eine tiefere Korrektur denkbar werden lassen, die uns Richtung 13.300 führt. Darüber, wie gesagt, sehe ich eher die Long-Seite. Auch wenn man hier aktuell so ein bisschen erstmal die Konsolidierung abwarten sollte, aber wir halten sehr solide. Also das ist weiterhin eine sehr, 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 sehr starke Vorstellung hier an der Stelle. Und schauen wir mal, wie gesagt, wie sich der Wochenschluss darstellt. Eventuell gibt es da nochmal eine, in Anführungsstrichen, Tech-Welle infolge dann einer entsprechenden Nachfrage nach ganz besonders Halbleitern, die eben eine Nvidia bzw. AMD beispielsweise sehen, die sich dann auch für Einzeltitel-Plays natürlich anbieten, aber die dann auch in der Lage sind, den breiten Index eben entsprechend zu ziehen. So, Halbleiter. Einzeltitel, da werfen wir jetzt einen Blick drauf und werfen einen Blick auf Nvidia. Ich gucke mal ganz kurz in die Chatbox. Okay, also sollten Fragen sein, wie gesagt, stellt die Fragen gerne. Wir fangen an mit Nvidia und gucken dann auf AMD. Gestern hier 11%, ebenfalls mega stark gewesen. So, also erstmal, also Gap Up konnten wir größtenteils halten. Bereits in der Vorbörse sind wir, das ist hier nicht mehr eingemarkert, aber das können wir hier ganz kurz ja ganz gut erkennen. Also wir wurden solide.
abgebiddet, in Anführungsstrichen, haben dieses Level, was ich gestern hier im Morning Meeting thematisiert hat, um 3,84, 3,85 rausnehmen können schon und sind dann in Richtung hier der 400er Region gelaufen, fast punktgenau gehandelt worden. Müssen wir mal gucken, wo war das hoch hier? 99,50, also knapp drunter. Und dann gab es zur Eröffnung diesen Washout auf der Unterseite. Und da sind jetzt ein paar viele violettfarbene Linien. Ich lasse die auch mal ganz kurz drin. Ich will nur ganz kurz einmal zeigen, wie ich hier auf diese Region kam. Also als ich den die Vorbereitung gepostet hatte, das will ich mal ganz kurz hier zeigen, das war noch vor 14 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also hier auf den Chart kommen wir gleich. Das ist die das ist der Ausführungschart. Und zwar hatte ich gestern hier einen Gameplan gepostet gehabt in der Discord-Community. Zunächst Nvidia. Bla 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 bla. Und dann droppen wir diese. Also, Moment, droppen wir diese, muss man natürlich gucken. 384, 84, 85 konnte bereits jetzt zurückerobert werden. Also da sind wir bereits in der Vorbörse höher gelaufen. Hier liegt unser Fokus zur Eröffnung. Kurzer Flush, aber halten ist interessant für Long-Ziel um 395 und 400. Ja, wir haben den Flush zu sehen bekommen, aber da waren wir schon Richtung 400 gelaufen gewesen. Also alles ist hier in der Vorbörse im übertragenen Sinne hat schon stattgefunden. Aber dann wurde es dennoch interessant. Also tradingtechnisch war das dennoch ganz, ganz interessant, weil wir sind nämlich dann zur Eröffnung reingekommen. Gefilde kann man hier sehen, ungefähr um auch diese orangefarben gestrichelte Linie. Jetzt ganz kurz vielleicht zur Erklärung, wo die herkommt, warum ich das mache. Es geht hier um das, in Anführungsstrichen, Earnings-Hoch. Also wir hatten eine Initialreaktion auf die Earnings selber. Ja, das war hier. Earnings werden veröffentlicht, der Ausblick wird veröffentlicht. Und wir haben gestern in diesem Bereich nahezu reingestochen. Ich habe den jetzt auf 3,94,50 habe ich den gelegt. Und das, was man häufig zu sehen bekommt, ist, besonders wenn wir jetzt stabil halten und keine schärfere Korrektur einleiten, dass wir in den Folgetagen, wenn wir dieses Level anlaufen, nochmal einen kurzen Momentum-Drive sehen. Das hatte ich auch in Apple zum Beispiel vorgestellt gehabt, als die ihre Earnings vorgestellt hatten. Ich zeige das mal ganz kurz. Das sind keine Riesenbewegungen, die da entstehen, aber es können sich kurzfristige Scalps herauskristallisieren. Wir müssen, glaube ich, weit zurückgehen, oder? War das nicht Anfang Mai? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube ja hier, oder? Ne, hier noch nicht. Hier noch nicht. 5. Mai, Freitag. Doch, hier waren die Earnings, oder? Hier waren die Earnings, na klar. Hier waren die Earnings. Hier war das Earnings hoch, was ausgebildet worden ist, folgend auf die Earnings. Das war um 174, war das nämlich. Und dieses Level, das ist dann erst auch nicht am Folgetag angelaufen worden, sondern mit 2-3 Tagen Verspätung gucken. Hier auch nicht. Nee, 3 Tage. 4 Tage hier. Das war doch hier, oder? Also ich müsste jetzt ganz kurz gucken, aber Donnerstag, das kommt, glaube ich, hin. Hier der Break über die 174. Das ist ein wirklich minimaler Move. Das sind 50 Cent gewesen. Aber ich hatte das auch in der Discord-Community zum Thema gemacht. Man kann von diesen Earnings-Hoch, die sich so auch unter hohem Volumen herauskristallisiert haben, kann man kurzfristige Scalps spielen mit dem Ziel, dass es zu einem kurzen Schub da durchkommt. Das ist jetzt hier am Beispiel Apple. Wir könnten das Gleiche uns zum Beispiel für Meta angucken, also für Facebook. Ähnliche Überlegung, und ich habe mir jetzt einfach, und das kostet mich ja nichts, also ich muss die Aktie, also ich beobachte sie logischerweise sowieso, klar, aber es kostet mich nichts an Aufwand, da eine Alarmlinie reinzulegen und zu sagen, in dem Moment, wenn die getriggert wird, werde ich sofort wach und schalte rein in den Chart, gucke mir das an, sehe entsprechend eben das Pattern und sage dann, okay, kurzer Momentum-Drive mit Break über die Earnings-Hochs ist hier eventuell, also Break in dem Fall ziemlich genau 3,95 ist eventuell das Play, und ja, auf der Oberseite, schwerer Titel, warum nicht ein kurzer 5-Punkte-Move, der uns vielleicht Richtung 400 führt? Sollte so etwas stattfinden. Ne? Das sind immer die Grundvoraussetzungen, aber einfach, dass man wach ist und dass man die einem zur Verfügung stehende Technologie, und wir reden hier nur von einer Alarmlinie innerhalb einer Charting-Plattform, einfach zu seinem Vorteil entsprechend eben nutzt. Aber kommen wir ganz kurz zurück zu Nvidia und dem Play von gestern. Also, und dann sage ich, okay, wir haben ausgehend hier von den Earnings, von der Veröffentlichung, hatten wir ja hier diesen geankerten, volumengewichteten Durchschnittspreis. Und ich sagte dann, der kann vielleicht nochmal angelaufen werden. Für denjenigen welchen, die Earnings erstmal abwarten und sich jetzt die Frage stellen,
auf diesen Crushing Release, und das hat man ja auch im vorbörslichen Volumen beispielsweise gesehen, was da umgesetzt worden ist, schon mit einem R-Volt, ich glaube von über 20, habe ich das gesehen, aber also fast 10 Millionen Stücke, die in der Vorbörse gehandelt worden sind. Also das hat ziemlich viel Interesse auf sich gezogen. Und dann stellst du dir natürlich die Frage, als Portfolio-Manager, als Institutioneller, du stellst dir die Frage, naja, was ist ein fair vom Markt bezahlter Preis auf diesen Earnings Release? Und dadurch nutzt du dann entsprechend eben hier diesen volumengewichteten Durchschnittspreis, den du auf diesen Earnings Release ankerst, also den Ausgangspunkt. Und der liegt ungefähr, das kann man hier sehen, um 370. Also ich habe absichtlich geschrieben um 370, weil es war nicht mehr so ganz klar, ob das noch 370 bleibt, vor dem Hintergrund, dass wir schon ein enormes Volumen in der Vorbörse gehandelt sehen und in Richtung der 400 driften. Also dadurch zieht natürlich dann auch hier entsprechend diese violettfarbene Linie logischerweise nach oben. Aber was wir dennoch erkennen können, ist, auch wenn ich jetzt nicht am Desk war, und auch in der Nachbetrachtung mir wirklich so ein bisschen die Frage stelle, hätte ich das wirklich gehandelt? Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht hier, dass ich dieses Halten dann um die 3,75 dann vielleicht handle an der Stelle. Aber unterhalb vom volumengewichteten Durchschnittspreis, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz, also wir sehen diesen Flushout zur Eröffnung, diesen kurzen Push auf der Unterseite und werden sehr aggressiv sofort zurückgekauft. Also das ist als erste Orientierung, ist das, glaube ich, ziemlich hilfreich, kann ziemlich hilfreich sein an der Stelle, im Hinblick auf, welches Niveau wäre interessant, um sich vielleicht long zu positionieren für das Spekulieren auf ein nochmaliges Anlaufen vielleicht der vorbörslichen Hochs oder dergleichen. Also das hat relativ gut funktioniert. Und also ich bin erst wirklich hier in dem Bereich, also gegen 18 Uhr war es ungefähr, ja, da bin ich wieder am Desk gewesen. Wir haben dann einen Bounce gesehen und das eigentlich A-Setup in Anführungsstrichen. Das, wo ich sage, das ist 1:1 eigentlich fast schon das, was ich gerne sehen möchte oder was ich mir sehr gut vorstellen kann, welches sich dann jetzt auch zunehmend zeigt, ist, dass wir hier diese Konsolidierung sehen. Initialer Washout. Hier ist die 3,84 gewesen. Das war zu diesem Zeitpunkt auch der Bereich, na obwohl, nee, nicht mehr interessanterweise. Die 3,84, das war ungefähr auch die Region hier, also die werden natürlich geupdatet fortwährend mit dem volumengewichteten Durchschnittspreis, aber die 3,84 hier, die hat offensichtlich 3,85, hat einen stärkeren Widerstand geliefert, und wir können aber hier diese orangefarbene Linie halten, das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis für den gestrigen Handelstag, der auch das komplette vorbörsliche Volumen abbildet, und wir konnten dann ausgehend von diesen Hochs, also da sieht man nochmal eine violettfarbene Linie reinkommen hier an dieser Stelle, konnten diese ganz sauber halten. Also das bedeutet, wir sehen Nachfrage reinkommen gegen den Earnings Rewap, halten drüber. Das heißt also, die Marktteilnehmer, die kaufen weiter. Nach einem kurzen Flush drunter sofort aggressiv Käufer, und wir werden innerhalb von wenigen 2, 3, 4 Minuten sofort wieder zurückgeschossen auf der Oberseite. Also eine hohe Nachfrage, die auch weiter ganz klar das Signal liefert. Die Bullen sind in Control, also die Bullen haben weiter die Oberhand. Und dann sehen wir eben hier dieses Widerstand finden gegen 3,84, 85, aber eben das Halten, also wir werden im übertragenen Sinne in einem High-Beta-Stock eng oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises, auch des hier in der Vorbörse bezahlten Preises, also das heißt, wir halten auch oberhalb dieses Preises direkt von den vorbörslichen Hochs, die unter hohem Volumen gelaufen sind. Und dann hast du hier eventuell gegen diesen Bereich gleich, mit einem relativ engen, also so habe ich es zumindest hier gehandelt, hast du einen Long, beziehungsweise spätestens mit dem Breakout. Eventuell, die fortgeschrittene Version ist Long in diesem Bereich und Add mit dem Break höher. Aber egal wie, unterm Strich, wir können sehen, da kommt eine mega dynamische Bewegung von 10 Punkten zustande. Das ist der eigentliche Trade. Den verpasst du, weil du bist nicht am Desk. Ist ärgerlich, du guckst danach drauf, du siehst es sofort, also machst die Chartplattform auf, du siehst sofort, okay, schade. Aber dann passiert eben was Interessantes. Wir kommen eben von diesen Hochs, kommen wir eben hier rein. Und jetzt sehe ich in diesem Moment hier, dass wir den volumengewichteten Durchschnittspreis aber immer noch halten können. Ob wir nochmal so eine Bewegung erwarten können, mal gucken. Also hier kommen viele Komponenten zusammen. Also an erster Stelle ganz besonders eben, dass sich dann hier eine Widerstandsregion gefunden hat, die dann einfach nach dem ersten, zweiten, dritten, vierten Test innerhalb von, das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde herausgearbeitet hat, dass einfach der Widerstand nach oben mit dieser Dynamik gebrochen wird. Und wir sehen auch hier den Volumen, das Volumen, was deutlich anzieht mit dem Break über dieses Hoch. Ob wir nochmal so einen Momentum-Move zu sehen bekommen, okay,
harren wir mal der Dinge, die da kommen, in meinem Fall jetzt hier an der Stelle. Aber zumindest mal glaube ich, wir haben gegen diesen Bereich potenziell einen Grund, uns long zu positionieren. Und das ist genau das, was ich getan habe. Ungefähr um 3,84 mit einem Stop hier unter 3,82. Und dann, ja, da sind wir kurz ein Washout. Dann ist die Position kurzzeitig unter Wasser gewesen. Das war ziemlich ungünstig. Aber ich habe eigentlich hier ein deutliches Signal gesendet bekommen, dass wir doch den Rewop halten können. Also mein Stop hier gut ist. Ich weiß genau, wenn wir jetzt Rewop droppen, willst du auch nicht mehr long sein. Und dann habe ich allerdings mir die Frage gestellt, okay, wie setzt du den Trade jetzt am besten auf? Weil du bist eigentlich noch nicht im Vorteil für den Trade. Wie meine ich das? Nun, ich setze den als Momentum auf und ich gehe davon aus, dass wir nochmal hier die Hochs entsprechend anlaufen um 3,95. Aber ich anker auch auf dieses Hoch hier entsprechend einen volumengewichteten Durchschnittspreis, weil ich mir sage, naja, das ist offensichtlich das Tageshoch und wir handeln aktuell unterhalb dieser Tageshochs. Das heißt, was ist denn der durchschnittlich vom Markt bezahlte Preis hier in dem Fall gewesen? Und das ist ungefähr so die Region um 3,8680, 3,87 Pi mal Daumen. Also sage ich, wenn ich mich hier long positioniere, ich gehe aufs Momentum, ich gehe davon aus, wir haben eine realistische Chance, nochmal hier die 3,94, 3,95 anzulaufen, die Tageshochs aus diesen Gefilden vom WeWop. Es ist aber essentiell wichtig, dass wir die 3,87 rausnehmen und halten können. Und das sehen wir dann hier in diesem Moment. Und ich sage auch in diesem Moment, als wir das hier, in dem Moment übrigens, ich habe dann schon auch entsprechend die Order, ich hatte zwischenzeitlich schon, als wir in diese Gefilde vorgestoßen sind, den Stop getrailed gehabt und gesagt, break even, weil das Risiko war verdient an der Stelle. Das ist jetzt ein Make or Break. Ich weiß, was ich sehen will. Prallen wir ab, setzen zurück, nehme ich vielleicht ein Viertel raus, vielleicht 30% an der Stelle. Dann habe ich wenigstens einen kleinen Profit auf den Trade gemacht, den Rest lasse ich stehen und dann gucke ich einfach. Aber der Trading-Gott ist mir wohlgesonnen und wir laufen über die 3,87 und halten die. Und das ist genau dann der Moment, wo ich sage, okay, jetzt weiß ich auch, was ich sehen will. Die 3,87 willst du erobert sehen, sie wird gehalten. Also das heißt, wir laufen rüber, halten. Naja, ich will die 3,87 nicht mehr gedroppt sehen. Droppen wir die, bin ich raus aus dem Trade. Das korrespondierte dann auch relativ gut hier mit dem EMA an der Stelle. Der ist dann nämlich hier gelaufen. Ich möchte jetzt eigentlich sehen, dass wir zügig Momentum aufnehmen. Habe aber nicht anders als hier alle Checks in meiner Richtung. Also bedeutet etwas anders formuliert. Ich habe die Uhrzeit zum Beispiel auch auf dem Schirm und ich sehe, okay, das ist Mittagszeit. Das ist jetzt 18.30 Uhr, 19 Uhr. Also da ist nicht, steppt nicht der Bär oder der Bulle, je nachdem. Sondern das ist eher ein eher dröges Umfeld, selbst in einem aktiven, heißen Titel wie einer Nvidia am heutigen Tag. Und also lange Rede, kurzer Sinn, wir schaffen es nicht. Wir rollen über, wir droppen die und das Ergebnis könnt ihr hier sehen. Das sind einmal die Ausführungen aus dem Trade gewesen. Einmal, dass ihr eine Idee dahinter bekommt. Also ich habe meinen Gameplan schlichtweg einfach adaptiert. Übrigens, jetzt nicht wundern, das ist ein Trading-View-Chart. Und diese Pfeile hier, die werden vom Trading-Journal TraderView eingefügt. Also die haben neuerdings Trading-View. Ich hätte das auch anders klassisch so darstellen können, wie ihr das mal gesehen hattet mit solchen, was waren das, Karos oder sowas. Ich dachte mir jetzt, der Trading-View-Chart ist deswegen ganz cool, weil ich hier eine Möglichkeit habe, auch Indikatoren einzupflegen. Also mega gut eigentlich, ehrlich gesagt. Das war bei den anderen Charts nämlich nicht so ohne weiteres möglich. Hier hat man zum Beispiel einen volumengewichteten Durchschnittspreis und dergleichen. Und so, also hier waren die Ausführungen, da war der Entry in den Trade, hier entsprechend das Momentum auf der Oberseite, da kommt der Drop unter die 3,87 und dann bin ich eben raus aus der Position und das war nicht die schlechteste Entscheidung. Ich hatte nochmal kurz überlegt gehabt, ob ich nochmal eine Long-Position eben eingehen sollte. Und da kam dann bei mir schon der erste Gedanke, sodass ich mir dachte, ist der Trade hier eigentlich sauber? Also ich denke schon, also so wie ich ihn jetzt geschildert habe, denke ich, wird klar, ich habe mir was dabei gedacht, aber nichtsdestotrotz, also es war so ein bisschen vielleicht auch so ein irgendwas musst du heute in einem Video machen einfach, weil es kann ja nicht sein, dass du hier solch einen Trade verpasst an der Stelle in solch einem heißen Titel und das alles en detail Morning Meeting darstellst und dann keinen Trade selber machst, also das kann es ja nicht sein. Und diesen Gedanken, der verfolgte mich hier so ein bisschen. Ich habe dann in weiser Voraussicht die Handelsplattform geschlossen, statt nochmal einen Long hier mit dem Halten übrigens, das konnte man ja auch erkennen, gegen die 3,87 einzugehen. Wäre ein kleines Risiko gewesen, aber es wäre eben ein Verlust gelandet, weil wir sind dann hier entsprechend übergedreht. Und jetzt nehmen wir mal hier ein bisschen allerdings die Linien raus, damit das nicht zu überbordend ist. So, obwohl, den da oben, den können wir mal drin lassen. Den Earnings Rewop können wir auch drin lassen. Die ziehen sich jetzt hier relativ schön zusammen. Damit hast du einen relativ schönen, in Anführungsstrichen, Kanal, so 3,81, 3,83 nach oben. Ausgehend von den gestrigen Hochs
Beziehungsweise ausgehend eben von den Earnings selber, so als Idee, was wir bezahlt haben. Und wir sehen, wir handeln drunter. Das heißt, aktuell sind die Bären im Vorteil. Also Bären im Vorteil auf das Gap, also das Momentum nach oben erschöpft sich offensichtlich. Wir haben jetzt auch etwas zu sehen bekommen, nämlich hier war der Earnings, die Earnings Hochs, direkt auf die Earnings Folgen nachbörslich. Dann sehen wir nochmal die 400 angelaufen, knapp hier in der gestrigen Vorbörse. Und ein tieferes Hoch, was sich jetzt ausbildet. Heißt für mich, ich werde jetzt auf jeden Fall vorsichtig, zumindest solange wir hier unterhalb dieser geankerten, volumengewichteten Durchschnittspreise, also 3,81, 3,83 handeln. Wenn wir nicht in der Lage sind, mal rund gesprochen die 3,83, den oberen an der Stelle, wenn wir nicht in der Lage sind, die 3,83 zurückzuerobern, sondern diverse Spikes zur Eröffnung sehen in diesem Bereich, denke ich jetzt nicht auszuschließen, dass wir nochmal uns in Richtung der gestrigen Tiefs bewegen. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Fakt ist auf jeden Fall, die Aktie im derzeitigen Umfeld auf jeden Fall heiß. Also nochmal, das ist kein klassisches Second-Day-Play. Für ein Second-Day-Play möchtest du an der Stelle einfach sehen, dass du im Bereich der Tageshochs schließt, was offensichtlich nicht stattgefunden. Tageshochs sind hier oben. Und also innerhalb von 25% dieser Tageshochs. Und dass auch wir kontinuierlich den gesamten Tag dann, besonders nach der Rückeroberung von WeWop, oberhalb von WeWop handeln. Wir haben beides nicht gesehen. Also weder ein Schluss im Bereich der Tageshochs noch ein Close oberhalb vom volumengewichteten Durchschnittspreis. Da haben wir eher so in den Abend hinein, so ab 21 Uhr, 22, 20 Uhr 30 vielleicht, haben wir angefangen, Schwierigkeiten zu bekommen. Also das ist kein super starkes Signal. Also immer noch ein super starker Titel hier an der Stelle, wenn wir uns vor Augen führen, dass die Aktie gestern über 24% gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz, es gilt schon so ein bisschen vorsichtiger sein mit der Long-Seite, meiner Einschätzung nach. Oberhalb von 3,83 sieht es anders aus. Also wenn wir 3,83 rausnehmen, oberhalb halten, besteht nochmal die Möglichkeit für einen Run in Richtung der 3,95-400. Aber halten wir unterhalb und fangen wir an, hier tiefere Hochs auszubilden, vielleicht auch zur Kasse. Wir sehen einen kurzen Spike über die 83, werden aber rejected, werden wieder drunter gehandelt. Dann wäre das eher ein Indiz dafür, dass wir damit rechnen sollten, nochmal in Richtung vielleicht der 3,65, 3,70er Region verkauft zu werden. So würde ich an der Stelle Nvidia aktuell angehen wollen. Also derzeit eher neutrale Gefilde. Tendenz, ausgehend von dem, was ich bis dato hier sehe, eher in Richtung Korrektur nochmal gestrige Tagestiefs 3,66, 3,65 Pi mal Daumen. So, Vorbörse, ganz kurz, geupdatet habe ich schon. Nvidia 65.000 Stücke bis dato gehandelt, unverändert zum gestrigen Schlusskurs. Auch AMD wieder extrem, 1% fester, schon wieder 1% fester. Marvel müsste ich mal gucken, was da der Grund ist. Earnings haben die? Marvel gestern mit Earnings. Da können wir dann, da werfe ich dann später mal einen Blick drauf. Also ich konzentriere mich erstmal jetzt auf die heißen Titel, also Halbleiter an der Stelle. Marvel gestern offensichtlich mit eher starken Earnings an der Stelle. Kann man hier relativ deutlicher sehen. 16%, 55.000, können wir mal ganz kurz gucken. Ist immer so ein bisschen in Relation zu dem zu setzen, was da im Schnitt durchgeht. 12,6 Millionen Stücke. Also heiß ist es noch nicht, aber es ist zumindest mal lauwarm, auch ausgehend von dem Gap hier. Aber wir bleiben mal ganz kurz im Halbleiterbereich. Also Nvidia gestern ebenfalls mit einem enormen Lauf, natürlich im Windschatten hier folgend, ausgehend von eben dieser Positionierung. Moment, ich muss ein bisschen höher fahren, da ist AMD. Kooperation mit Microsoft, Riesenwachstumsmarkt, der sich dort im Bereich Halbleiter eben herauskristallisiert. Und wir sehen hier auf der Oberseite klarer Breakout, Gap, höher, halten, kontinuierliche Nachfrage, das werden wir gleich sehen. Das war im Vergleich, das ist hier das, was ich meine, das im Vergleich zu Nvidia war das wesentlich stärker in den Schluss hinein. Also hier können wir sehen, da sind die Tageshochs um 120 und wir schließen bei 119,96, also im Bereich der Tageshochs. Und das schreibt sich jetzt fort mit einem Gap-Up und extrem hohen Volumen. Also das ist gestern hier, das waren nicht nur Aufschläge von 11% im Windschatten von Nvidia folgend, sondern das hat auch extrem Interesse auf sich gezogen. AMD gestern hier mit 108 Millionen gehandelter Stücke. Durchschnittliches Volumen. AMD. 65, also gestern 1,66. Grundsätzlich ist das also eine Riesenbewegung, einfach eine Riesenbewegung an der Stelle. Wir haben ein ähnlich hohes Volumen zu sehen bekommen wie auf die Earnings. Das war dieses Gap tiefer und der Tag da drauf, das war die News hier mit ChatGPT und Microsoft, also Microsoft in Beteiligung innerhalb der Entwicklung hier für Chips, für eben den Bereich künstliche Intelligenz. Also sehr, sehr starke Nachfrage auch entsprechend. Wie gesagt,
Nvidia liegt da so ein bisschen, den Trend gibt den vor und sagt, Leute, ihr unterpreist massiv, was dort möglich ist an Umsatz, an Wachstumsmöglichkeiten, die dieser Bereich künstliche Intelligenz eben offenbart, wie viele Unternehmen darauf zurückgreifen werden, und ihr unterpreist auch massiv, wie gut wir da positioniert sind. Und wie gesagt, nach Nvidia kommt direkt eine AMD in diesem Bereich, in diesem Segment. Und das ist eben genau der Grund dafür, weswegen wir diese starke Nachfrage sehen. Man kann auch hier die Kerzenkörper sehen. Close im Bereich der Tageshochs. Wie gesagt, wir gappen jetzt höher. Und eine AMD, ausgehend hiervon, für mich ein durchaus realistischer Kandidat, 125, vielleicht sogar 130 auf der Oberseite. Also wir haben noch nicht die Allzeithochs angelaufen, um 160, die wir hier aus 2020 angelaufen sind. Also wir sind noch nicht in diese Gefilde vorgestoßen, aber das ist wiederum etwas im Windschatten von Nvidia, die ja jetzt infolge der Earnings auf neue Allzeithochs ausgebrochen sind, ist nicht auszuschließen, dass auch AMD da früher oder später in diese Gefilde vorstößt. Also nicht, dass wir das jetzt heute machen oder dergleichen, so viel wird es nicht sein, aber wir haben auf jeden Fall nach oben, denke ich, auch für uns als kurzfristig agierende Trader, wir haben da durchaus noch Potenzial, bis 125 nach oben, vielleicht 130 an der Stelle. Und wie gesagt, das, was wir hier gesehen haben in der AMD, ich gehe mal ganz kurz auf meinen Chart hier. Wir sehen auch hier kurzer Washout. Und dann machen wir hier, das sind die nachbörslichen Hochs, machen wir in den Schluss hinein höhere Hochs. Auch wenn das, wie gesagt, jetzt kein super sauberer Aufwärtstrend war, aber wir haben doch deutlich erkennen können, der volumengewichtete Durchschnittspreis nach einer kurzen Preisfindungsphase hier ist kontinuierlich über den gesamten Tag gehalten hat werden können. Und wir sehen auch, dass sich dieser Trend dann in der Nachbörse weiter fortschreibt. Also wir schließen um 120, wir laufen dann in der Nachbörse, sehen einen weiteren Bid-Up über 121 und eröffnen jetzt in diesen Gefilden. Keine, bis dato jedenfalls, also nicht, dass das jetzt aussagekräftig wäre, aber nichtsdestotrotz, keine Anzeichen aktuell von einer Top-Bildung oder dergleichen. Was ich hier mir vorstellen könnte, wäre vielleicht noch maximal ein Washout auf der Unterseite. Vielleicht ein kurzer Spike tiefer. Ich würde dann allerdings anfangen, im Hinblick auf AMD, sogenanntes Second Day Play, mir den von gestern durchschnittlich bezahlten Preis anzuschauen. Als Orientierung liegt ungefähr um 119. Also sehen wir zur Eröffnung einen kurzen Flush tiefer, aber gegen die 119 Käufer reinkommen, dann ist das schon ein erstes Signal dafür, dass wir wahrscheinlich noch nicht fertig sind. Also es hängt davon ab, wie sich das übergeordnete Bild darstellt. Logischerweise, ob der Nasdaq weiter Nachfrage sieht, ob das Bild freundlich bleibt und dergleichen. Aber ich würde sagen, die 119 ist eine interessante Region. Wenn wir die kurz anspiken, halten können, zurücklaufen und ganz besonders, wenn wir dann innerhalb der ersten 15 Handelsminuten von der Eröffnung, vom ersten Eröffnungskurs 15.30 Uhr nach einem Spike tiefer durch die Eröffnung durchlaufen. Also über die Eröffnung, das könnte man bezeichnen als Backthrough Open. Ja, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Dann wäre Long, glaube ich, ganz interessant. Und also für ein Momentum-Play auf jeden Fall interessant und ein realistisches Kursziel 125. Wie gesagt, ausgehend hier von dem Chart kann man das relativ gut erkennen. Ich würde die Position dann, je nachdem, wie sie sich entwickelt, wie sie kommt, also den ersten Teil vielleicht als Momentum, den zweiten vielleicht swingen. Langes Wochenende, das heißt, also ich würde die nicht übers Wochenende halten wollen. Montag, wie gesagt, ist die US-Börse zu. Auch der DAX, glaube ich, ist zu. Müssen wir mal kurz gucken. Ist Pfingsten DAX zu? Moment. Guck mal ganz kurz, einen Moment. Also verkürzter US-Handel auf jeden Fall. Das kann ich sagen. So, einen Augenblick. Einen Moment. DAX. Okay, DAX wird gehandelt. Aber nichtsdestotrotz, US-Equities sind geschlossen. US-Equities sind nicht handelbar. Also dünner Future-Handel. Wir werden einen verkürzten Handel sehen, potenziell. Ja, würde ich mal sagen. Verkürzter Handel in den USA auf dem Memorial Day. Das heißt also, sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Deutsche Aktien werden gehandelt. Gucken wir mal kurz hier. Ja, okay. Okay, also DAX wird zwar gehandelt, aber nichtsdestotrotz. Memorial Day in den USA möchte ich ungern die Position übers Wochenende jetzt swingen dann an der Stelle. Aber mit einem Momentum Drive an der Stelle
halten in den Schluss, sollte dieser starke Drive stattfinden und sollten wir auch oberhalb der vorbörslich ausgebildeten Hochs hier halten können. Also wie gesagt, ein kurzer Flush, aber dann kontinuierlich über Rewarp halten, durch die Öffnung zurücklaufen, auf neue Tageshochs kontinuierlich halten, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich eben aus solch einer Position vielleicht 80% rausnehme. Ja, so ungefähr, 3/4, 80% ungefähr rausnehme. Und dann einfach sage, also mal angenommen, wir nehmen 100 Aktien, dann würde ich von 100 Aktien, würde ich 75, 80 würde ich rausnehmen und würde die letzten 20 stehen lassen in den Tagesschluss hinein und würde die dann zum Close eben schließen, die Position in der AMD. Wie gesagt, auf der Long-Seite mit dem weiteren Potenzial auf der Oberseite, wo wir allerdings vorsichtig sein müssen, beziehungsweise, naja, was heißt vorsichtig sein müssen? Also wir haben gestern schon so eine leichte Divergenz gesehen, so ein Chasen in der AMD. Wie gesagt, wenn wir ein Halten unter der 383 in Nvidia halten und eher jetzt vielleicht eine Korrektur eingeschlagen sehen, dann ist so ein bisschen abzuwarten, ob AMD sich dann vollständig abkoppeln könnte. Aber eventuell wäre dann auch ein Pairs-Trade ganz interessant. Also ohne Statistiken diesbezüglich zu haben, aber AMD Long, Nvidia Short beispielsweise. Ich würde mich wahrscheinlich nur auf AMD konzentrieren. Ich würde aber immer so ein Auge auf den Qs haben, ob der in der Lage ist, die 14.000 rauszunehmen, also die Qs der ETF auf den Nasdaq 100, beziehungsweise würde er eben auch ein bisschen schauen wollen, ist Nvidia, sieht da stärkeren Abgabedruck, denn das könnte dann auch dazu führen, dass wir vielleicht in AMD einen Teil der Aufschläge eben hergeben von gestern. Drop unter 119, halten unter 119 willst du nicht sehen. Halten wir aber drüber, wie gesagt, gehen zurück über die Öffnung, über Rewarp, dann scheint mir Long hier durchaus ein interessantes Play für AMD zu sein. So, und wie gesagt, wir werden hier noch einen Blick werfen auf Marvel, beziehungsweise auch Gap, glaube ich, mit Earnings dann gestern nachbörslich wahrscheinlich. Guck mal ganz kurz. Ja, Gap hat auch welche gebracht, Workday hat auch welche gebracht, Costco. Wie gesagt, Hauptplays sind Nvidia, sind AMD, vielleicht ein Earnings-Play in der Marvel, in der Workday, je nachdem, in der Gap. Ich werde mal schauen, wie sich da das Bild darstellt und werde euch dann entsprechend updaten in der Discord-Community. So, werfen wir einen Blick auf die Devisen. Werfen wir einen Blick auf die Devisen, werfen einen Blick auf den Euro zum US-Dollar. Der Bounce bleibt aus. Konnte es mir gestern nicht verkneifen. Ach, ich habe den Tweet wieder zugemacht. Ich konnte es mir gestern nicht verkneifen, habe geschrieben, wir haben jetzt ja festgestellt, wir haben das zweite Quartal in Folge in Deutschland negatives Wirtschaftswachstum gesehen. Ganz kurz, übrigens ziehe ich mal hier rüber wieder. So, negatives Wirtschaftswachstum gesehen. Damit ist die Definition einer Rezession in Deutschland erfüllt. Ja, ja, was soll man sagen? Also, das ist erstaunlich, ehrlich gesagt, besonders wenn man sich die Medialberichterstattung jetzt anschaut. Alle kommen aus dem Mustorf, alle sind total überrascht. Mensch, Deutschland in einer Rezession. Ja, natürlich ist Deutschland in einer Rezession. Und zwar in einer tiefen Rezession. Und die Situation, die wird sich eher noch eintrüben, als dass sie sich verbessern wird. Was haben Sie denn geglaubt, was passieren wird? Wenn man zum einen durch Inflation beispielsweise, die außer Kontrolle gerät, Preisexplosionen an allen Ecken und Enden sieht, die Menschen sich die Frage stellen, wie sie noch über die Runden kommen sollen. Ja, am Ende des Geldes ist noch unglaublich viel Monat da, im übertragenen Sinne. Energiepreise explodieren, ja, denn irgendwie will ja dieser ideologische Irrsinn möchte finanziert werden. Was hat man denn geglaubt, was passieren wird? Das macht sich im Konsum bemerkbar, das macht sich in der Industrie insgesamt bemerkbar, nicht nur innerhalb von Preissteigerungen, sondern das macht sich jetzt auch dahingehend bemerkbar, dass beispielsweise Industrie abwandert, dass eben Arbeitsplätze verloren gehen, dass immer mehr Menschen immer weniger Geld potenziell haben. So, das ist Rezession. Ja? Obendrein eine ich möchte mal sagen, Niedergeschlagenheit ist vielleicht das falsche Wort. Ein großer Frust, der sich zunehmend aufbaut im Hinblick auf die politische Elite, die komplett am Volk vorbei regiert in Deutschland. Ja, stellt man sich ja mittlerweile die Frage, warum hat denn die AfD einen so großen Zulauf? Es wird bestimmt mit der Migrationspolitik zusammenhängen. Als ich das gelesen habe, ich habe selten so laut gelacht, ehrlich gesagt, weil die Medien müssen es ja schreiben, bleibt ja nichts anderes über, möchte man fast schon sagen an der Stelle. Aber mehr und mehr Menschen realisieren halt, das ist da alles Käse, das ist alles Quatsch, was da erzählt wird. Also kannst du nichts drauf geben, ehrlich gesprochen.
Ich habe letztens, mein Kumpel zu mir gesagt, sagte so, ich beneide dich darum, dass du keine Nachrichten mehr schaust. Denn ich mache da keinen Hehl draus. Ich gucke mir das nicht mehr an. Ich kann das auch nicht mehr ertragen. Also das ist einfach, meine Intelligenz beleidigend. Also ich bin da so selbstbewusst, dass ich sage, dafür bin ich einfach zu klug. Also tut mir leid, aber diesen Quatsch, den kann ich mir nicht mehr geben. Also ich halte es nicht aus. Ja, aber gut. Also Fakt ist auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind jetzt alle total überrascht, Deutschland in der Rezession, und es wird sich auch nichts ändern. Ja, also sagen wir es, wie es ist. Die Deindustrialisierung schreitet voran. Das haben wir schon vor einem halben, dreiviertel Jahr gesagt. Ich erinnere mich noch dran. Es hatte mal jemand, glaube ich, auch in der Discord-Community dazu was geschrieben gehabt. Kam zu einer anderen Einschätzung. Ich finde das toll. Aber nichtsdestotrotz, ich hab leider recht behalten mit dem, was ich gesagt habe. Ich wurde dafür kritisiert, dass ich das Wort Deindustrialisierung und von den Grünen vorangetrieben. Ja, sie sind der Grund dafür. Ja, die sind der Grund. Das ist eine kleine Minderheit, eine ideologisch verblendete Minderheit, die uns Deutschen, der deutschen Bevölkerung, der Mehrheit auf der Nase rumtanzt, und wir lassen es mit uns machen. Ja, so, und die Konsequenz, die bekommen wir jetzt zu spüren. Wie gesagt, Degrowth hält an. Rezession haben wir jetzt auch. Inflation bleibt lange hoch, weil geht gar nicht anders vor dem Hintergrund des geldpolitischen Exzesses, den die EZB hier schon seit einer Dekade im übertragenen Sinne quasi am Fabrizieren ist. Ist alles selbst eingebrockt. Und wir werden feststellen, dass die Herrschaften keinen Plan haben. Also deswegen ist es auch immer ganz lustig, wenn jetzt davon von Planwirtschaft oder sowas gesprochen wird. Das sind ja ganz klar planwirtschaftliche, sozialistische Tendenzen, die wir ausmachen können auf breiter Front, die da diskutiert werden. Aber für eine Planwirtschaft setzt das voraus, dass sie auch einen Plan haben. Und wenn man sich diese Herrschaften mal anschaut, dann wird man feststellen, die haben keinen Plan. Also deswegen so, die Planwirtschaft kann das nicht sein. Aber gut, also genug der Ketzerei. Fakt ist auf jeden Fall, was hat das mit dem Euro zu tun? Eine ganze Menge. Dahingehend nämlich, dass Deutschland weiterhin, die erstmal noch jedenfalls, die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist. Und ausgehend hiervon eben diese rezessiven Tendenzen in Verbindung mit einerseits zwar erwartet zunehmend restriktiven Geldpolitik, aber sollte sich die Inflation auch hier eher rückläufig präsentieren, was denkbar wird vor dem Hintergrund der Entwicklungen, die wir im Energiesektor zu sehen bekommen, dann sind eher geldpolitische Lockerungen wieder zu erwarten, vielleicht sogar essentiell, um nicht einen vollständigen Kollaps der Eurozone und aus wirtschaftlicher Perspektive eben zu provozieren. Und das ist eben etwas, was in Kombination eben hier dazu führt, in Verbindung mit dem aktuell auch erstmal aufbegehrenden US-Dollar oder beziehungsweise Korrekturbewegung, innerhalb dessen sich der US-Dollar bewegt, dass wir eben hier in diesem Zusammenhang eben diesen Abwärtstrend fortgeschrieben sehen. Das Bild hat sich jetzt unwesentlich verändert. So. Abwärtstrendkanal bleibt intakt. Erst in dem Fall eigentlich würde ich sagen, Bruch halten oberhalb von 0,760, 0,770 würde, glaube ich, hier das Bild aufhellen. Dann mal schauen, ob die 0,8 zurückerobert werden könnte. Tendenz geht aber meinerseits eher in Richtung einer nochmaligen Attacke auf die 0,7 und eher einem Drop darunter mit einem ersten anzuvisierenden Ziel um 0,650, Pi mal Daumen. Und also demnach ist die Devise hier im Euro-US-Dollar weiterhin eher Sell the Bounce. Für heute, solange wir unter einem 0,57 handeln, Break unter oder auf neue Tagestiefs 0,720 wird denkbar, just in dem Moment, wenn der PCI um 14:30 Uhr eher über der Erwartung reinkommt. Denn dann würde man hier vielleicht nochmal so einen finalen Schub sehen, der sehr wahrscheinlich werden lässt, also fast vielleicht sogar mit deutlich über 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank bis in den Jahresschluss hinein, also bis Dezember, an diesem Leitzinsniveau von 500 bis 525 Basispunkten festhält, und dass dadurch sich stabilisierende, eventuell wieder ausweitende Zinsdifferenzial zwischen europäischen und US-Schuldtiteln, spricht dann eher ja, spricht dann eher für weitere Aufschläge im US-Dollar gegenüber dem Euro auf jeden Fall, aber vielleicht auch gegenüber dem japanischen Yen zum Beispiel. Also Dollar, japanischen Yen haben wir schon lange nicht mehr drauf geschaut, aber saubere Aufwärtsstruktur. Wir hatten schon lange nicht mehr drauf geschaut, also zwischenzeitlich auf jeden Fall Break über die 137, 138 zu sehen bekommen und schreibt jetzt diesen Trend wieder fort, aktuell, nachdem es ja hier in so einer scharfen Korrekturbewegung eben gekommen ist. Also klar, bullisches Signal. Ich würde mal sagen, realistisch mit Potenzial zurück über die 140 bis vielleicht sogar 142. An der Stelle Dollar, japanischer Yen. Wir gucken mal ganz kurz auf eine untergeordnete Zeitebene für mögliche Trigger für einen Longplay. Vielleicht handeln wir sogar gerade im Bereich eines potenziellen. Also auch hier ganz sauberer Aufwärtstrend.
Müsste mal gucken, ob wir nochmal ein Washout tiefer zu sehen bekommen. So, hier gab es mal kurz eine, ich würde mal sagen, Extension. Oberer Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Vielleicht gibt es nochmal ein kurzes Anlaufen der 100, der 139. Vielleicht auf dem PCI, der vielleicht 4,5 veröffentlicht wird beispielsweise. Sollten wir aber die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung halten können, glaube ich, haben wir da einen interessanten Trigger, gegen den man sich long positionieren mit Ziel Lauf über 140, 142 vielleicht. So, ja, das also noch zum Dollar-japanischen Yen. Und final wollen wir noch einen Blick werfen auf Gold. Kurzer Flashout sehe ich gerade nur unter die 1,59 und jetzt werden wir wieder zurückgekauft. So, kurzen Augenblick, ich schaue mal eben. So, das war das Level. Interessant. Das ist so die 69er-Regel. Und wir hatten gestern, ja, doch ungefähr, ne? 9,55, so in diesem Bereich. Hier hatte ich gesagt, vielleicht long ausgehend von dieser Konsolidierung mit Ziel obere naja, Kanalbegrenzung, also Rangebegrenzung, so dieser Bereich ungefähr. Ja, und dann kommt eben der Break tiefer. Also hier, großer Verkäufer, der sich findet, 14.30 Uhr, ich müsste jetzt schauen, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, glaube ich, waren gestern. Ich müsste auch nochmal schauen, ob es da noch was anderes gab. Aber Fakt ist auf jeden Fall, wir haben den Break tiefer zu sehen bekommen und haben in einem Zug, also richtig scharfen Momentum-Move, $10 tiefer zu sehen bekommen. Sind nicht bis in Richtung der skizzierten Zielregion, glaube ich. Ich hatte gesagt, Range aufklappen, dann landen wir ungefähr, glaube ich, bei 39 so ungefähr. Müssten das an der Stelle sein, $25. Also wir haben das Momentum früher versiegen sehen. Jetzt wird es halt interessant, weil nach diesem jetzt kurzen Flashout-Moment ist es nun eben so, dass wir zurück in Richtung der Ausbruchregion laufen und an der jetzt initial erstmal scheitern. Und das ist jetzt deswegen interessant, weil wenn wir jetzt anfangen, in diesen Gefilden hier ein tieferes Hoch zu bilden, 9,55 bzw. den 9,57 nicht rausnehmen können, könnte das interessant sein für ein Shortplay, wo sich der Trigger dann auch mit dem PCI findet. Aber ich würde wahrscheinlich erstmal darauf warten wollen, auf die Veröffentlichung, weil nicht auszuschließen ist, dass eben diese Zahl auch unter der Erwartung reinkommt und infolgedessen es zu einem Schub zurück in diese Range kommt, dass das nur ein kurzer Washout auf der Unterseite erstmal war. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Bereich hier näher zu beäugen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, im Hinterkopf zu behalten, dass wir heute um 14.30 Uhr diese PCI Core Komponente, Preisindex eben zu sehen bekommen, die Auswirkungen auf den Zinsmarkt haben könnten und infolgedessen dann eben entsprechend auch die Fed in ihrer Herangehensweise auf den Leitzins beeinflussen könnte, beziehungsweise zu Verschiebungen im Fed-Watch-Tool führen, die dann auch hier Volatilität nach sich ziehen. Also grob gesagt erstmal, PCI unter der Erwartung ist eher ein Push höher, zurück in diese Range über die 69, PCI über der Erwartung eher Abprall und nochmaliger Test der gestrigen Tiefs um 49, vielleicht dann auch weiteres Momentum, welches uns in Richtung der 29, 925er Region führt. So, ja, und das wäre es soweit gewesen dann mit dem Morning Meeting für heute. Dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, ganz besonders im Hinblick auf Nvidia und AMD. Wie gesagt, das bleibt unser aktuell Lieblingsbereich, auf den wir uns fokussieren sollten, durch die aktuelle Volatilität, Liquidität, die wir finden, Marktbreite, die wir in diesem Zusammenhang dort eben auch entsprechend finden. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Montag ist Feiertag. Also nächstes Morning Meeting gibt es dann am Dienstag um 10.30 Uhr gemeinsam hier mit Markets. Und ich wünsche euch schöne Pfingsten. Erholt euch gut und wenn ihr euch, wie gesagt, zu den Märkten übers Wochenende austauschen wollt, gerne in der Discord-Community vorbeischauen. Würde mich freuen, von euch zu lesen, genau wie alle anderen Mitglieder innerhalb der Community sicherlich euch kennenlernen möchten. Und soweit meinerseits. Also, pass auf eure Stops auf, happy trading. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. 10.30 Uhr gemeinsam mit Markets. Habt euch wohl, macht's gut. Bis dann und tschüss.